Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch die neueste Version vom Giftcast of Friends Glitch zeigen. Und ja, ich persönlich hoffe auf jeden Fall, dass Rockstar diesen Glitch niemals patchen wird, weil ich finde, ja, einen geileren Giftcast of Friends hatten wir schon ewig nicht mehr, wenn wir überhaupt schon mal so einen geilen hatten. Ja, der Glitch, der hat zwei Vorteile. Und zwar, zum ersten brauchen wir uns nicht mehr zu verglitschen. Und zum zweiten können wir diesen Giftcast of Friends an jeden x-beliebigen Ort auf dieser Map machen. Und ja, dafür braucht ihr einfach nur eine MOC. Dann bekanntlich halt einen Freund, der euch ein Auto zur Verfügung stellt. Und ja, kauft euch dann am besten schon mal ein Elegy in eure MOC rein. Und dann halt noch so viele Elegys halt in eure Garage reinkaufen. So viele Autos, wie ihr euch dann halt ziehen wollt. Oder wenn ihr Autos habt, die ihr nicht mehr gebrauchen könnt, dann könnt ihr ihn ja selbstverständlich auch dafür benutzen. In welcher Lobby das macht, das ist auch wirklich völlig egal. Und ja, wenn ihr das so alles habt, dann können wir eigentlich auch schon dann gleich losstarten. Ja, ich werde mir auf jeden Fall hier den wunderschönen Schlagen-GT vom Dennis ziehen. Auf jeden Fall Grüße gehen nochmal raus und vielen Dank für deine Hilfe, Dennis. Ihr könnt ja auch gerne mal auf seinem Kanal vorbeischauen. Ich denke mal, da wird der Dennis sich freuen. Ja, Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Und so, sitzt ihr in eurem Auto jetzt drin im LG mit eurem Freund, dann könnt ihr jetzt hinter die MOC fahren. Aber ganz wichtig, ihr müsst dann euren Fahrzeugzugang müsst ihr auf Beifahrer stellen. Das ist wirklich ganz wichtig. So, dann fahrt ihr hinter die MOC, drückt an Steuerkreuz nach rechts, wartet, bis der Freund ausgestiegen ist. Dann wartet ihr, bis der Freund dann wieder eingestiegen ist. So. So ist der Freund dann wieder eingestiegen, dann fahrt ihr ein Stückchen zurück, nur nicht zu weit zurückfahren, sondern nur so ein bisschen. Ihr müsst den blauen Kreis haben, wenn ihr aussteigt, und ihr müsst die Meldung bekommen, mit nahen Freunden und Crewmitgliedern eintreten. Ihr geht dann einmal in die Franklin-Meldung rein, euer Freund sollte sich dann auch in die Franklin-Meldung begeben und muss dann auch in der Franklin-Meldung drin bleiben. Und nun, wenn ihr in den blauen Kreis lauft, drückt ihr einmal Steuerkreuz nach unten und dann bekommt ihr die Meldung mit nahen Freunden und Crewmitgliedern beitreten. Auf dieser Meldung, die bestätigt ihr noch nicht, auf dieser Meldung wartet ihr so lange, bis ihr oben links einen schwarzen Balken bekommt. Und wenn ihr den schwarzen Balken bekommen habt, sofort auf X drücken. Ich werde es jetzt einmal machen. Also wir gehen einmal zum Kreis, einmal nach unten, warten, da ist der schwarze Balken gewesen. Einmal auf X drücken zum Bestätigen. Drücken dann jetzt einmal wieder Steuerkreuz unten, Rechner, Luxig nach oben, um in den Story-Charakter zu gehen. Einfach ablehnen. So, wenn wir jetzt gespawnt sind, dann laufen wir einfach zu dem Auto, was wir haben wollen. In meinem Fall ist das der wunderschöne Schlagen-GT vom Dennis. Einfach einsteigen. Nun müssen wir uns einfach fortbewegen mit dem Auto. Einfach nur ein bisschen rumfahren. Wir fahren jetzt so lange rum, bis wir in den schwarzen Ladebildschirm reingeladen werden. Und wo ihr das auf der Map macht, ist wirklich völlig egal. Ich habe mir jetzt nur gerade hier den Strand ausgesucht, weil man ja hier am meisten Platz hat. So, wir fahren einfach noch ein bisschen rum. Das kann auch immer unterschiedlich sein, wie lange es dauert. So, wir haben jetzt einen schwarzen Ladescreen. Ist auf jeden Fall perfekt. So, wenn wir jetzt in der MOC drin sind, das Auto ist jetzt noch nicht uns. Und zwar müssen wir jetzt noch einmal einsteigen in das Auto, einmal aus der MOC rausfahren und schon ist das Auto uns. So, dann können wir das persönliche Fahrzeug einlagern. Ich kann dann mal noch irgendwie auf die MOC gehen, persönliches Fahrzeug anfordern. So, ja, das ist jetzt bestimmt wieder hinten in der Straße. So sieht's aus. So sieht's aus. Wir haben den Freund und das Auto. So, und ja, Leute, wie ihr seht,
steht jetzt hier einmal das Auto von meinem Freund, was ich mir gerade gezogen habe. Und hier steht die Kopie, die ich mir halt gerade gezogen habe von dem Freund. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.